Dankeschön für die nette Einführung. Ich hoffe, man hört mich jetzt und sieht mich auch. Ja, und mein Bildschirm ja sowieso. Genau, vorgestellt wurde ich ja schon. Ich bin Christian Reul und ich werde jetzt eben heute ein bisschen was über unser Tool OCR for All erzählen und was man damit machen kann. So, jetzt geht's. Hier so ein kurzer Überblick, Einleitung und ein paar OCR-Grundlagen, damit auch, ja, damit wir mit alle wissen, worüber ich rede quasi, dann eben das Tool an sich auch inklusive einer kurzen Live-Demo und dann einen relativ ja, großen, sage ich mal, Evaluationsabschnitt, weil ich auch so ein paar verschiedene Anwendungsbereiche abdecken möchte und am Schluss nochmal so eine, ja, eine Zusammenfassung und auch nochmal einen relativ breiten Ausblick, wo wir im Moment ganz konkret daran arbeiten und auch so, ja, Vision ist vielleicht übertrieben, aber wo es so in Zukunft ein bisschen hingehen soll. Genau, zunächst mal, wieso überhaupt OCR? Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass man davon ausgeht, dass mittlerweile mehr als die Hälfte aller Bücher, die jemals gedruckt wurde, gescannt ist und online frei zugänglich ist. Ich habe keine gute Quelle dafür, aber ich habe es jetzt schon mehrfach gehört, von daher nehmen wir das einfach mal so hin. Und das ist ja erstmal sehr positiv. Das Problem ist nur so ein bisschen, dass Scans eben erstmal, also was kann man mit Scans machen? Man kann sie sich anschauen. Ja, und das war es letztendlich. Also wenn wir es negativ formulieren, war es das dann erstmal schon mal. Aber man möchte eigentlich noch viel mehr machen. Also man möchte am besten in den darin enthaltenen Texten suchen, man möchte sie annotieren. Ja, quantitative Analyseverfahren gibt es jede Menge. Wir haben es ja, glaube ich, vor 2 Wochen war es, glaube ich, hier, wurden ja 2 Masterarbeiten vorgestellt. Da ging es einmal um, ich glaube, Topic Modeling und einmal Named Entity Recognition auf mit OCR erzeugten Texten. Und da merkt man schon, die Scans reichen nicht aus. Man braucht den, wie wir es gerade schon gehört haben, den sogenannten maschinenverarbeitbaren Text, um dann eben mit diesen Quellen entsprechend arbeiten zu können. Und ja, wir haben es gehört, es gibt riesige Mengen von gescannten Objekten. Das alles abzuschreiben würde natürlich viel zu lange dauern. Und Gott sei Dank gibt es da eben eine mittlerweile auch bewährte und sehr gut funktionierende Methode. Das ist eben die Optical Character Recognition oder eben die OCR. Ja, dann kommen wir schon zu den Grundlagen. Erstmal vielleicht, wie sieht so ein typischer OCR-Workflow aus? Da gibt es ein paar ja, Hauptschritte. Hier von links nach rechts dargestellt. Zunächst mal die sogenannte Vorverarbeitung. Da geht es also darum, das Ganze wird erstmal gerade gestellt, wird dann meistens auch in ein Schwarz-Weiß-Bild umgewandelt, einfach um die spätere Verarbeitung zu erleichtern. Dann gibt es den teilweise sehr komplexen Schritt der Segmentierung. Da geht es letztendlich darum, die Scan-Seite in logische Einheiten zu zerlegen. Also es ist hier links so ein bisschen angedeutet, erstmal vielleicht Bildregionen, Textregionen zu finden, vielleicht auch schon mit einer semantischen Auszeichnung. Also ist es Haupttext, ist es eine Marginalie, ist es eine Überschrift und so weiter. Der zweite Teil ist dann das Zerlegen in Zeilen, wie wir es hier sehen. Und das ist absolut nötig, weil eben dann dieser nächste Schritt, also ich habe es jetzt hier die eigentliche OCR genannt oder die Texterkennung eben mittlerweile so funktioniert. Also moderne OCR-Engines operieren auf Zeilenebene, die sagen also keine einzelnen Zeichen mehr explizit hervor, sondern die kriegen als Input die Bildzeile und geben dann den darin enthaltenen Text aus, so wie man es hier unten zum Beispiel auch sieht. Dann gibt es noch einen letzten Schritt, der ist optional. Es gab zwar jetzt große Fortschritte in der OCR oder im Bereich der OCR in den letzten Jahren. Perfekt funktioniert es aber eigentlich nie. Also es bleiben immer noch Fehler übrig und die kann man dann eben versuchen zu korrigieren oder zumindest sie zu reduzieren. Entweder indem man manuell nachkorrigiert durch automatische Verfahren oder eben auch in Kombination. Das ist der Workflow. Was jetzt noch ein wichtiger Begriff oder ein wichtiges Konzept ist, das sind die sogenannten Modelle. Das bezieht sich also hauptsächlich auf diesen Schritt hier. Also wir haben ja gesagt, der Input ist quasi das Zeilenbild, der Output ist der Text in der Zeile oder eben hier unten auch. Und diese Übersetzung oder diese Input-Output-Relation wird in Form von, also diese Aufgabe übernehmen sogenannte Modelle. Und diese Modelle, die fallen nicht vom Himmel, sondern die müssen trainiert werden. Das haben Sie sicher auch schon mal alle gehört, so Sachen wie
Machine Learning, neuronale Netze, Deep Learning, das hört man im Moment eigentlich ständig und das letztendlich ist das genau das, was hier zum Einsatz kommt und das Ganze folgt eben dem sogenannten Lernen aus Beispielen-Paradigma und ein Trainingsbeispiel ist eben genau das, was wir hier sehen, nämlich die Bildzeile und die darin enthaltene Transkription oder die Transkription des darauf zu sehenden Textes. Genau, bei den Modellen gibt es jetzt noch eine wichtige Unterscheidung. Und zwar ist es prinzipiell so, dass Modelle am besten auf den Daten oder auf Daten funktionieren, die möglichst ähnlich zu den Daten sind, worauf sie trainiert wurden. Das ist nicht OCR-spezifisch, das ist eigentlich bei allen Machine Learning-Anwendungen so. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Herangehensweisen. Zum einen gibt es sogenannte gemischte Modelle, die sind also einfach auf ganz vielen verschiedenen Quellen trainiert, verschiedenen Schrifttypen, verschiedenen Drucktypen, verschiedenen Handschriften vielleicht auch. Und die Idee ist also quasi, dass man dann ein Modell hat, das man einfach out of the box, so wie es ist, auf eine neue Quelle anwenden kann und dann halbwegs gute Ergebnisse bekommt. Das ist natürlich ein Vorteil. Der Nachteil ist, dass es, das habe ich schon so ein bisschen angedeutet, das ist eigentlich nie so genau, wie wenn man jetzt ein Modell hat, das auf die Erkennung genau einer Drucktype, genau einer Quelle, genau einer Handschrift zum Beispiel auch optimiert ist. Das sind dann eben sogenannte werkspezifische Modelle und da sind eben Vorteil und Nachteil dann eigentlich genau umgekehrt wie oben. Vorteil ist eben, man wird eigentlich immer genauer als gemischte Modelle. Der Nachteil ist, man muss Aufwand betreiben. Wir haben es gerade gelernt, man braucht diese Trainingsbeispiele und die müssen im Normalfall händisch erstellt werden und das ist ja meistens eine ziemliche Strafarbeit und zeitaufwendig. Das Ganze ist dann auch, also kann einerseits natürlich kombiniert werden und es ist auch so ein bisschen ein fließender Übergang, sage ich mal. Also man kann sich von sehr breiten gemischten Modellen vorarbeiten zu immer spezifischeren Modellen. Genau, das waren jetzt die Grundlagen, die wir brauchen. Jetzt kommen wir direkt schon zum Tool, zum OCR for All. Da erstmal kurz wieder zur Motivation. Wieso waren wir der Meinung, dass es das Tool braucht? Es ist so, es gibt einiges an Open Source OCR-Software und die kann auch richtig was. Also da kann man richtig was damit anfangen. Das Problem ist allerdings oft, dass sogenannte oder wie wir sagen, nicht technische Nutzer oder technisch weniger versierte Nutzer davon schnell überfordert sein können. Das geht oft schon bei der Installation los. Und was im Normalfall so das größte Problem ist, ist, dass es gibt keine oder selten eine grafische Benutzeroberfläche. Es sind im Normalfall Kommandozeilentools. Das ist gerade für mich als Informatiker zum Beispiel, ich finde Kommandozeilentools ganz toll. Andere Berufsgruppen, nenne ich es mal, sind da eher so ein bisschen distanziert. Und die Idee hinter OCR for All ist eben, dass es wirklich steckt ja auch schon im Namen, für jedermann anwendbar ist. Und es geht also bei der Installation schon los. Wir nutzen eine Containerlösung, also sowas wie Docker, haben viele, denke ich mal, von Ihnen schon mal gehört. VirtualBox werden fast alle schon mal gehört haben. Letztendlich geht es also einfach darum, dass man sich nicht mit vielen kleinen Einzeltools beschäftigen muss, sondern man hat quasi einen Klotz und den bringt man zum Laufen und alles andere wird dann innerhalb dieser Kapsel ist besser als Klotz, erledigt. Und man hat eben dann auch eine gewisse Unabhängigkeit vom Betriebssystem. Und das Wichtigste ist dann eben noch, das Ganze kann über eine grafische Benutzeroberfläche bedient werden, also im Browser über eine Web-Oberfläche, das sehen wir später dann auch noch. Und ganz oben habe ich ja schon erwähnt, dass es ja viele Tools gibt, die einzelne Workflow-Schritte sehr gut abdecken und die möchten wir natürlich nachnutzen. Also wir wollten jetzt nicht alles neu erfinden quasi, sondern wir binden letztendlich diese Tools eben ein und wenden die an und stöpseln sie zu einem zusammenhängenden Workflow zusammen. Genau, nochmal vielleicht so kurz, wo wir herkommen und wo wir im Moment sind. Also ursprünglich wurde das mal im Kallimachos-Projekt beziehungsweise im Teilprojekt Narragonien Digital entwickelt. Da ging es eben um Nahenschiffe. Hier drüben sieht man mal ein Beispiel. Und es war ein Editionsprojekt. Das heißt, letztendlich war also der Anspruch, es muss ein perfektes Ergebnis sein. Also man braucht perfekten Text am Ende. Es musste manuell nachkorrigiert werden. Und man brauchte letztendlich auch eine
perfekte, ich nenne es mal Strukturerkennung. Also diese ganzen Informationen, die hier angedeutet sind, Überschrift, Zwischenüberschrift, Marginalien, Bild, was auch immer hier noch alles zu sehen ist, die mussten alle erfasst werden. Und das wurde dann eben auch gleich auf OCR-Ebene gemacht. Das sehen wir später noch in der Evaluation. Und da sieht man schon, das hat mit vollautomatisch dann nichts mehr zu tun. Das ist realistisch nicht zu schaffen. Das heißt, man hat dann einen gewissen manuellen Aufwand in Kauf genommen, auch gerne in Kauf genommen. Und das ist also das, wo wir herkommen. Und letztendlich versuchen wir seitdem quasi breiter aufgestellt zu sein, was die Anwendungsbeispiele angeht und dementsprechend auch auf jeden Fall den Automatisierungsgrad und auch die Robustheit immer weiter zu erhöhen. Genau, ich habe gerade schon angesprochen, dass wir existierende Lösungen nachnutzen wollen, beziehungsweise eben verschiedene Submodule nutzen wollen. Hier sind die, die im Moment integriert sind. Das ist einmal Okropus, was wir für die Vorverarbeitung verwenden, also Binarisierung und Geradestellen und auch für die Zeilensegmentierung. Dann gibt es das Tool Ladex, das ist quasi, also ursprünglich haben wir damit, also im Narragonin Digital Projekt, die Regionensegmentierung, also hier dieses Auszeichnen von Marginalien und so weiter, vorgenommen. Das, also mir wäre es eigentlich am liebsten, wenn es dafür gar nicht mehr eingesetzt werden würde oder werden müsste, weil ich eigentlich, ja, ich denke mir immer, dass es mittlerweile eigentlich bessere Möglichkeiten, automatischere Möglichkeiten dafür geben müsste. Es ist allerdings teilweise noch ein bisschen schwierig. Also wenn es nach mir ginge, sollte Ladex eigentlich nur noch als Korrekturtool dienen, weil man damit mittlerweile so ziemlich alles nachkorrigieren kann. Also diese ganzen Regionen, Koordinaten, Zeilenkoordinaten, Regionen, Typen und eben auch alles, was mit Text zu tun hat, kann damit mittlerweile nachkorrigiert werden. Dann gibt es noch Calamari, das nutzen wir, das ist quasi unsere Haupt-OCR-Engine, nutzen wir eben für Texterkennung und Modelltraining, aber auch zur Evaluation. Und ganz frisch gibt es jetzt noch Kraken, also Sie sehen so ein bisschen, da gibt es so ein Kopffüßer-Theme quasi. Da Kraken nutzen wir mittlerweile hauptsächlich oder im Moment ausschließlich für die automatische Segmentierung, einfach um dann noch eine Alternative zu haben. Perspektivisch, da das eben auch eine vollwertige und eine sehr gute OCR-Engine ist, werden wir das dann natürlich auch für alternativ für die Texterkennung, fürs Modelltraining anbieten. Ja, hier mal so ein Überblick, wie der Workflow aussieht oder quasi auch, was das Tool so bietet. Letztendlich dieser Kasten, den man hier sieht, das ist OCR for All, also diese Kapsel, dieser Container, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und da kommt also letztendlich das Bild rein. Ich habe hier noch so einen optionalen Vorverarbeitungsschritt. Da geht es quasi darum, dass man zum Beispiel Doppelseiten in einzelne Seiten teilt. Das geht in OCR for All im Moment noch nicht. Das muss man auch nicht zwingend machen. Es ist allerdings schon schöner, wenn man Einzelseiten verarbeitet. Und es kommt dann eben hier rein und dann kommt dieser Workflow, den man letztendlich jetzt schon gesehen haben hier, Vorverarbeitung, Segmentierung, Texterkennung und so weiter. Und was hier wichtig ist, ist diese Konfiguration hier. Man kann also all diese Tools, wie gesagt, das sind größtenteils ursprünglich Kommandozeilentools und Kommandozeilentools haben normalerweise Parameter, die man einstellen kann und die man zum Teil auch einstellen sollte. Das ist also hier auch möglich, alles über die GUI. Jedoch ist es uns auch wichtig, dass man, wie gesagt, wenn ein Nutzer noch nicht so wirklich durchblickt und nicht weiß, was er da tun soll, dann muss er das auch nicht machen. Wir haben also auch jeweils, wie wir finden, sehr sinnvolle Default-Parameter. Also wenn man sich nicht sicher ist, kann man es auch einfach so lassen. Was wir hier in der Mitte sehen oder hier in diesem Bereich sehen, sind die Daten, die jeweils rauskommen. Also zum einen eben hier Binär- und Graustufenbilder und alles Weitere, also Informationen über Koordinaten, über Typen oder auch der OCR-Text oder auch der korrigierte Text, dann, das wird alles in einem zentralen XML-Format, das ist das sogenannte Page-XML, abgebildet. Das kann man, denke ich, auch als den Standard in diesem Bereich bezeichnen. Und hier ist jetzt der zweite wichtige oder der dritte wichtige Bereich, das ist diese manuelle Nachkorrektur, die ist optional. Man kann das Ganze auch vollautomatisch durchlaufen lassen. Je nachdem, was man auch für Material hat und was man für Ansprüche an das Ergebnis hat, kann es sinnvoll sein oder kann es schlichtweg auch nötig sein, an einzelnen Stellen manuell einzugreifen oder zumindest mal zu kontrollieren. Weil das kann man sich, denke ich, vorstellen, wenn hier oben irgendwas schief geht, dann leidet alles Weitere auch darunter. Das ist dann so ein Folgefehler, den man
durchzieht. Man kann es aber auch komplett durchlaufen lassen und erst am Ende korrigieren. Das steht einem frei. Hier drüben haben wir dann noch, ist jetzt ein bisschen wirr vielleicht, aber wenn man genau hinschaut, erkennt man da eine Schleife, sage ich mal, beim Training. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Das ist das sogenannte iterative Training. Genau, hier nochmal als Bildchen quasi zusammengefasst, was so die Grundideen ist. Wir haben hier unseren ja offensichtlich nicht technischen Nutzer. Hier links haben wir den Scan, also das Ausgangsbild, den Input. Hier rechts ist der maschinenverarbeitbare Volltext. Und um von hier nach hier zu kommen, müssen relativ komplexe Dinge passieren. Das ist im Hintergrund hier so ein bisschen angedeutet. Da legen wir aber wie eine Schicht quasi drüber, die den Nutzer eben von dieser Komplexität abtrennt. Und der klickt dann eben hier vorne in seiner GUI rum und alles andere passiert im Hintergrund. Genau, jetzt sind wir schon bei der Live-Demo. Ich gehe mal in meinen Browser. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt. Wenn nicht, bitte schreien, weil ich sehe Sie im Moment nicht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es funktioniert. Hier ist also jetzt quasi die Web-Oberfläche des Tools. Das Ganze läuft im Moment auf einem Server bei uns an der Uni Würzburg und ich greife jetzt einfach hier quasi remote drauf zu. Ich habe zwei Testfälle vorbereitet. Das eine ist ein Frakturroman aus dem 19. Jahrhundert. Habe jetzt hier mal 10 Seiten vorbereitet und ich gehe jetzt einfach mal auf den hier ins Menü. Genau, da sehen Sie hier links die einzelnen Module, die einzelnen Workflow-Schritte. Das kennen wir ja schon, Vorverarbeitung und so weiter. Die könnte ich jetzt der Reihe nach durchklicken. Was ich aber bei diesem relativ einfachen Material, werden wir gleich sehen, möchte ich nicht die einzelnen Schritte durchgehen, sondern ich möchte es einfach der Reihe nach durchlaufen lassen. Deswegen gehe ich mal in den sogenannten Process Flow. Ich kann mir hier auch die Seiten quasi sehen schon, das ist quasi so ein sehr einfaches Layout. Und ich nehme jetzt auch nicht alle Seiten, sondern einfach mal nur die ersten beiden und sehe jetzt hier einfach diesen Standard-Workflow, den ich jetzt der Reihe nach durchlaufen lassen möchte. Hier sind die bereits erwähnten Settings. Es gibt also hier dann jeweils Standard-Settings und für Fortgeschrittene, das zeige ich dann später nochmal. Und letztendlich gibt es eben überall Default-Einstellungen. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich gar nichts ändern, bis auf eine Sache. Ich brauche für die Erkennung ein passendes Modell. Das können wir natürlich erstmal nicht vorgeben, weil wir das Material noch nicht kennen. Hier liegen jetzt ja, auf dieser Instanz ganz, ganz viele. Ich suche jetzt einfach mal nach 19, weil es ja Fraktur aus dem 19. Jahrhundert ist. Und ich könnte mir die jetzt alle nehmen. Dann wäre es also so, dass die quasi zusammen oder miteinander angewendet werden würden und dann über das Ergebnis abstimmen würden. Das dauert allerdings auch länger und es ist ja jetzt nur eine Demo. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal nur eins. Guck nochmal, nur zwei Seiten ausgewählt und jetzt klicke ich einfach mal auf Start. Und ich kriege jetzt die Fortschrittsanzeigen, die sind so ein bisschen, die sind nicht so hilfreich, sage ich mal, wenn man mit einem ganzen Server, also in dem Fall 32 Threads, glaube ich, auf zwei Seiten losgeht. Also letztendlich geht es los und dann ist es fertig, so in etwa. Aber also wenn man jetzt mehrere 100 Seiten hat oder ähnliches, dann ist es auch ganz, ganz sinnvoll im Normalfall. Jetzt ist das durchgelaufen, ich habe keine Fehler bekommen und ich gucke jetzt einfach mal rein. Gehe also hier letztendlich in Larex, wo ich eben schon meinte, dass das ja letztendlich unser Universal-Korrektur-Tool ist und dementsprechend sieht man dort eben auch alle Ergebnisse. Und jetzt sehen wir hier eben den Output, oben eben die Bildzeile, unten den OCR-Text. Und ich hoffe, dass Sie jetzt nicht allzu viele Fehler finden, möglichst gar keine. Also ich weiß, dass es irgendwo Probleme mit den Trennzeichen, mit dem Bindestrich, hier ist es, genau. Da kommt eben so eine andere Version, sage ich mal, raus. Da habe ich so die Befürchtung ich vermute, dass da eine Inkonsistenz im Modell quasi gibt, weil es tritt hier unten irgendwo nochmal auf, genau hier. Das ist also was, das müsste man eventuell nochmal raustrainieren. Aber ansonsten sollte das Ergebnis also, ja, sagen wir mal, ganz in Ordnung sein. Genau, und das wäre also, solche Romane kann man letztendlich im Normalfall einfach vollautomatisch durchrödeln lassen und kriegt dann Ergebnisse in diesem Bereich. Jetzt habe ich noch was Zweites mitgebracht. Das ist ein Werk von
ich glaube 1499 oder so, ist dieses Chirurgia hier. Lade ich das mal kurz. Das Gefühl, dass meine Klicks hier teilweise nicht durchkommen. Das war vor allem beim Testen natürlich nicht so. Warte einfach mal kurz neu. Chirurgia. Armes. So, da ist es, genau. Hier ist es jetzt so, da muss ich bei der Segmentierung, oder was heißt muss ich, da möchte ich jetzt bei der Segmentierung mal händisch eingreifen. Deswegen lasse ich erstmal nur den ersten Schritt laufen. Ich lasse es einfach mal für alle laufen. Es sollte jetzt relativ schnell gehen. Auch hier wieder so, letztendlich werden die 10 Seiten jetzt einfach auf einmal bearbeitet. Das heißt, meine Fortschrittsanzeige wird jetzt wahrscheinlich gleich einen etwas größeren Sprung machen. Ja, genau, jetzt sind die durchgelaufen. Ich sehe also dann auch hier in der Übersicht letztendlich, dass ich jetzt seine Häkchen gesetzt habe. Dieser Schritt ist also erledigt und jetzt kann ich in Larix gehen. Und genau, der Aufbau hier ist, denke ich, klar, ist relativ typisch auch aus anderen Programmen. Hier links also eine Übersicht über die Scans, hier in der Mitte groß das, der Arbeitsbereich, sage ich mal, und rechts eben ein paar Einstellungen, oben ein paar Werkzeuge. Und ich klicke jetzt hier mal so eine erste Vorsegmentierung, grün ist also Bild, rot ist Text. Da muss man sagen, was da jetzt zum Einsatz kommt, ist ein eine sehr, sehr einfache Heuristik quasi. Das funktioniert jetzt hier ganz gut, weil eben alles relativ räumlich gut getrennt ist. Je näher alles zusammenklebt, sage ich mal, desto mehr muss man halt eingreifen. Und genau, ich segmentiere jetzt hier einfach mal durch. Also ich könnte hier jetzt Rechtecke aufziehen und Polygone aufziehen und so weiter. Das, denke ich, glauben Sie mir auch so. Was ich jetzt noch kurz zeigen möchte, ist so ein bisschen eine regelbasierte semantische Auszeichnung. Also hier diese Seite, die passt mir jetzt, die speichere ich einfach mal und gehe jetzt mal zur nächsten Seite. Da sehe ich jetzt, da habe ich so eine Überschrift oder Kolumnentitel, sage ich mal, und ich hätte das halt auch gerne als Überschrift ausgezeichnet. Dafür muss ich mir das erstmal definieren. Ich habe also hier verschiedene Regionen vorgegeben. Das orientiert sich einfach an den Typen, die der PageXML-Standard erlaubt. Also ich möchte jetzt eine Heading haben, die muss bei mir immer blau sein. Und weil ich weiß, was noch kommt, also ich sehe es ja auch in der Vorschau schon so ein bisschen, mache ich die Page-Number, also die Seitenzahl auch gleich mit. Die muss immer, nee, stimmt sogar schon, muss bei mir immer diese Farben haben. Was ich jetzt machen kann, ich könnte jetzt hier draufklicken und händisch sagen, das ist eine Überschrift, das ist aber ein bisschen langweilig, sage ich mal. Deswegen erstelle ich quasi eine grafische Regel. Also ich sage, dass Überschriften, oder dass ich davon ausgehe, dass Überschriften sich immer in diesem Bereich bewegen. Und genauso sage ich, dass Seitenzahlen sich immer irgendwie in diesem Bereich bewegen. Das weiß ich eben, weil ich das Werk schon kenne quasi. Jetzt habe ich das mal eingestellt. Und wenn ich jetzt die Segmentierung nochmal laufen lasse, passiert das hier eben automatisch. So, dann speichere ich das ab. Ich gehe auf die nächste Seite, speichere das ab. Jetzt natürlich, wenn ich hier unten diese, wer ist das Zeug? Kustoden? Oder so, wenn ich die noch mithaben wollen würde, dann müsste ich jetzt manuell eingreifen, weil die automatisch da unten rauszulösen, das kriegt er nicht hin. Aber der Rest würde dann automatisch passieren. Hier reicht mir jetzt aber erstmal diese Auszeichnung. Ich speichere das, klicke die nächste an, das passt. Ich speichere das, die nächste. Hier passt es jetzt noch nicht. Da würde ich jetzt einfach nicht die Regel ändern, sondern einfach kurz manuell sagen, oh, da hast du was übersehen. Das ist eine Seitenzahl. So, machen wir die noch schnell durch. Passt alles. Genau, und so komme ich dann. Also ich hätte vielleicht einfach meine Region ein bisschen größer ziehen sollen. Das müsste man jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich mehrere Seiten davon durchmachen würde, würde ich das noch anpassen. Hier lohnt es sich jetzt nicht. Von daher habe ich das jetzt einfach mal so durchgemacht und das sah eigentlich alles ganz in Ordnung aus. Und Sie sehen schon, wenn ich diese semantische Auszeichnung haben möchte und wirklich auch sicher gehen möchte, dass wirklich alles passt, dann muss ich natürlich jede Seite einmal kurz anschauen. Aber jetzt bei diesem Werk zum Beispiel würde ich wirklich, wirklich schnell durchkommen, auch wenn es jetzt mal, keine Ahnung, 300 Seiten sein sollten oder ähnliches. Ja genau, eine Reading Order gibt es natürlich auch noch. Jetzt hätte ich quasi diesen manuellen oder nennen wir es interaktiven Zwischenschritt, hätte ich jetzt quasi abgeschlossen. Jetzt hängt mir hier mein Zoom im Weg, Sekunde. So, ich gehe wieder zurück. Und was ich jetzt machen kann, ich könnte jetzt natürlich die weiteren Schritte wieder hier in den Einzelmodulen durchgehen, aber ich kann auch einfach wieder zurück in den Process Flow gehen. Ich mache es wieder nur für 2 Seiten, einfach aus Zeitgründen und möchte aber jetzt nur noch die Zeilensegmentierung und die Erkennung machen. Wir kennen es schon, das Einzige, was ich einstellen muss, ist das Modell.
das ist jetzt hier nicht mehr 19. Jahrhundert, sondern ja, Factory Historical heißt es hier. Und jetzt starte ich das mal. Genau. Und da startet er jetzt eben, wie gesagt, einfach nur von der Zeilensegmentierung. Wird für die zweite Seite etwas länger dauern, weil die eben, ja, auf der ersten Seite ist, glaube ich, fast nur Bild drauf. Und die Erkennung wird dann auch nochmal ein paar Sekunden dauern, weil es doch einige Zeilen sind. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass ich nicht der Einzige bin, der auf dem Server arbeitet. Weil mit 32 Threads sollte es eigentlich etwas schneller gehen. Aber das ist der Nachteil. Das nächste Mal mache ich es vielleicht wieder bei mir lokal. So. Na? So. Und wir gehen wieder zurück in die in Larix, in die Ground Truth Production und schauen uns jetzt das Ergebnis an. Wir nehmen vielleicht mal das zweite und gehen mal in diese Ansicht. Also ich kann jetzt hier in dieser Nachkorrektur, ich kann jetzt, ich kann Regionen korrigieren, ich kann Zeilen korrigieren, ich kann Text korrigieren, kann also auch hier mal reinklicken, dann kriege ich also auch in dieser Ansicht den Text präsentiert und kann da entsprechend hin und her springen. Ich korrigiere zwar nie selber, bin aber kein Riesenfan dieser Ansicht. Manche wünschen die, also ich halte die hier eigentlich für sinnvoller und ich werde jetzt einfach mal in dieser Ansicht ein paar wie heißt das denn, ein paar Pseudokorrekturen machen, einfach weil ich gleich bei der Evaluation noch was zeigen möchte. Hier habe ich vielleicht sogar noch eine sinnvolle Korrektur. Da füge ich mal ein V ein. Es wäre gut, wenn Sie sich so ein bisschen merken, was ich hier für Änderungen mache. Einfach nur ja, Präsentationszwecke. Ich speichere das ab, dann ist es grün. Das ist also jetzt quasi als Ground Truth markiert. Hier, ich sehe jetzt auf Anhieb keinen Fehler. Ich mache jetzt mal einfach irgendwas. Also ich lösche jetzt mal ein I raus und setze dafür ein Add. Das macht nicht so viel Sinn, aber man kann es sich gut merken. Hier lösche ich einfach mal irgendwas ersatzlos raus, nämlich hier das große E. Und was möchte ich hier unten noch machen? Ja genau, hier rechts gibt es eben noch das sogenannte virtuelle Keyboard. Man hat ja nicht unbedingt alles auf der Tastatur. Und da setze ich jetzt mal irgendwas Wirres rein. Das hier zum Beispiel. Und speichere auch das nochmal ab. Ich speichere die Seite ab und gehe mal zurück ins Haupttool. Und was ich hier jetzt machen kann, ich kann in der Evaluation abgleichen. Also was wurde erkannt und was ist die Ground Truth? Das sind quasi meine, in Anführungsstrichen, Verbesserungen, die ich jetzt gemacht habe. Und wenn er das abgleicht, dann kriege ich zum einen eine Fehlerrate, die jetzt natürlich gar keinen Sinn macht. Also da kann ich nichts rauslesen. Das ist jetzt relativ willkürlich, weil meine Änderungen willkürlich waren. Aber was auch noch interessant ist, ist, ich kriege eine sogenannte Konfusionsmatrix. Also er zeigt mir an, was hätte er erkennen sollen und was hat er stattdessen erkannt. Und deswegen meinte ich gerade, merken Sie sich so ein bisschen, welche Fehler ich oder welche Korrekturen ich vorgenommen habe. Ich habe das große V eingefügt, hier mein Add. Das große E habe ich gelöscht und hier dieses wirre Zeichen, was ich aus dem virtuellen Keyboard rein habe. Und wenn man das jetzt ernsthaft macht und wenn man das mit sehr viel mit mehr Zeilen macht, dann kriegt man da auch gewisse, dann kann man da gewisse Dinge rauslesen, wo jetzt das Modell noch Schwächen hat oder ähnliches. Plus, was ich jetzt eben gerade gezeigt habe, diese Korrektur, da können Sie sich an die zweite Folie erinnern, was ich da dann sehe, diese Bildzeile mit der Transkription drunter, mit der korrigierten Transkription und auch abgespeichert. Also wenn es so grün wird, das ist wieder genau das, was wir als Trainingsbeispiel am Anfang hatten. Und da kann ich jetzt im Tool auch nachkorrigieren. Das zeige ich jetzt aber nicht, weil es eine ganze Weile dauert. Und die neu trainierten Modelle, die tauchen dann quasi wieder in dieser Modellliste auf, die Sie vorhin gesehen haben. So, genau. Zurück hier. Jetzt kommen wir zur Evaluation bzw. zu den Evaluationen. Ich guck mal kurz auf die Uhr. So. Genau, das Erste, was ich zeigen wollte, sind quasi Frühdrucke bis 1600. Da geht es einerseits um ja, die nahen Schiffe, die ich schon erwähnt hatte, was hier auch eine große Rolle spielt, sind Drucke von Joachim Camerarius. Das war damals eine Antragsvorbereitung, der ist mittlerweile auch genehmigt. Das ist also jetzt ein Projekt, das an der Uni Würzburg läuft und dann noch so ein paar gemischte Drucke aus dieser Zeit waren noch dabei. Und die Anforderungen orientierten sich letztendlich an Narragonien Digital. Also wir wollten eine ja, quasi fehlerfreie Segmentierung, Reading oder semantische Auszeichnung. Das musste eben Editionsstandards genügen. Letztendlich sollte auch ein zitierfähiger Volltext, also möglichst 0% Fehler vorliegen. Das war uns allerdings für die Evaluation dann ein bisschen
bisschen blöd, sage ich, zu blöd, sage ich mal, dass man am Anfang so regelmäßige Trainings und so weiter hat und dann beobachten wir jemanden dabei, wie er 300 Seiten durchkorrigiert. Das war nicht das, was wir wollten. Also haben wir erstmal gesagt, es soll mindestens eine Fehlerrate von 1% erreicht werden, gegebenenfalls auch besser. Und dann gucken wir mal weiter. Das sehen wir dann, wie das evaluiert wurde. Was wichtig ist, ist, dass es zwei Gruppen gab, die unerfahrenen Nutzer, auch nicht technische Nutzer. Das waren so Hiwis und Studierende aus Germanistik, Latinistik, ja, sowas in der Richtung. Und dann gab es eben auch noch erfahrene Nutzer, erfahren mit OCR for All, erfahren mit OCR an sich und so weiter. Hier sehen wir mal ein paar Beispiele. Die Komplexität des Layouts schwankte also extrem, wobei man hier schon sieht, diese Anforderung, dass auf Layout-Ebene schon alles komplett ausgezeichnet sein soll, das macht es nicht unbedingt einfacher. Also selbst recht einfache Layouts erfordern hier dann schon ein bisschen Eingriff, sage ich mal. Und das Ganze kann man dann natürlich auch immer weiter steigern. Hier haben wir zum Beispiel allein in der Kopfzeile dann schon drei verschiedene Regionentypen. Hier unten sieht man auch, da geht es unglaublich eng zu und letztendlich anhand optischer Merkmale lassen sich diese beiden Regionentypen hier eigentlich fast gar nicht mehr unterscheiden, abgesehen von der Einrückung hier hinten. Und hier ist also letztendlich das Beispiel, dass wir jetzt schon die ganze Zeit hatten, nur eben die jeweils Rückseite dann quasi, die sah dann so aus. Also das war wahrscheinlich so ziemlich das schlimmste Werk, was wir da im Korpus hatten. Hier jetzt mal die Ergebnisse. Also das wurde dann eben für diese, weiß nicht, ich glaube insgesamt waren es 16, 18 Werke, irgendwie sowas, wurde das gemacht. Die Ergebnisse wurden dann gemittelt, sind hier angegeben, auch inklusive der Standardabweichungen und eben immer jeweils aufgeteilt nach unerfahrenen Nutzer und erfahrenen Nutzer. Schauen wir uns vielleicht mal nur die ersten beiden Zeilen an. Erstmal wurde hier die CER, das ist die Zeichenfehlerrate, erfasst. Und da sehen wir, da sind wir beide Male so um die 0,5% mit einer relativ hohen Standardabweichung. Das macht, denke ich, auch Sinn. Das hängt einfach extrem vom Material auch ab. So eine gewisse Schwankung hat man immer. Aber was schön ist zu sehen, ist, dass das sehr, sehr ähnlich ist. Also da macht es keinen großen oder da hat es keinen großen Einfluss gehabt, ob das jetzt ein erfahrener oder ein unerfahrener Nutzer gemacht hat, was irgendwie auch Sinn macht. Weil ich habe es gerade gesagt, die unerfahrenen Nutzer, das waren eben dann Leute wie eben Germanisten, Latinisten, die wissen natürlich, was da steht. Die können das korrekt transkribieren. Also sie haben da in dieser Sicht keinen Nachteil. Von daher ist das eigentlich fast auch das, was wir sehen wollten oder was wir gehofft haben, dass man sieht. Genauso wie hier unten, wie viele Zeilen Trainingsmaterial braucht man final, um auf diese Genauigkeit zu kommen. Auch da ist es. Natürlich gibt es da wieder irgendwelche Abweichungen von Werk zu Werk, aber so im Schnitt kommt man da auf eine sehr, sehr ähnliche Zahl. Ich komme gleich zu den unteren beiden Zeilen zurück. Ich möchte bloß kurz was zu der Fehlerrate sagen. Jemand, der da, also das kann man ja nicht unbedingt so aus dem Stegreif gleich mal einordnen, wenn man noch nichts damit zu tun hatte. Hier ist mal ein etwas längerer Textabschnitt mit einer Fehlerrate von ungefähr 0,6%. Das sind also jetzt hier diese vier Fehler rot markiert. Und gerade waren wir ja so bei 0,45%. Das heißt, wenn wir uns einen dieser Fehler wegdenken, sind wir ungefähr bei der Qualität, die wir am Ende dann im Schnitt eben hatten. Und man sieht schon, das sind hier, ich glaube, es sind 16 Zeilen. Und das sind nur, und das ist relativ viel Text pro Zeile und es sind dann nur drei Fehler drin. Also da ist dann schon einiges auch korrekt und es waren eben auch ziemlich anspruchsvolle Werke. Also da konnte man gleich sehr zufrieden damit sein. Was jetzt hier in den unteren beiden Zeilen noch zu sehen ist, oder was erfasst ist, ist die Effizienz der Nutzer quasi. Also wie lang war die Korrekturzeit pro Zeile und wie lang war die Segmentierungszeit pro Seite. Und auch hier wieder natürlich größere Schwankungen, hängt vom Material ab. Aber im Schnitt war es eben so, dass da die unerfahrenen Nutzer circa ums Doppelte langsamer fahren als die Erfahrenen. Auch das war wieder etwas, was wir erwartet hatten, was unsere Erwartung auch bestätigt hat. Das ist eine Übungssache. Also es gibt eine gewisse Lernkurve quasi, was denke ich auch zu erwarten war. Insgesamt waren wir aber gerade mit diesen Ergebnissen hier oben sehr zufrieden, was da rausgekommen ist. Die zweite Evaluation, die ich zeigen möchte, ist letztendlich das, was ich gerade in der Demo schon kurz angerissen habe. Das ist eine vollautomatische Erarbeitung von Frakturroman des 19. Jahrhunderts. Da hatten wir einen Anwendungsfall an der Uni Würzburg, der Fotis Janidis versucht da ja letztendlich alle Romane des 19. Jahrhunderts, die es so gibt, zu erfassen. Ich weiß nicht, ob er es schafft, aber er arbeitet dran. Und letztendlich ja zum Material, wir haben also hier, ich habe es mal als moderates Layout bezeichnet, es ist ein sehr simples Layout.
Die Typografie im 19. Jahrhundert ist schon deutlich standardisierter als jetzt zum Beispiel in der frühen Neuzeit. Und der Erhaltungszustand ist größtenteils auch sehr in Ordnung, sagen wir es mal so. Anforderungen, wie gesagt, einfach Masse viel durchlaufen lassen, ansonsten aber so gut wie möglich, beziehungsweise irgendwann hat es mir auch mal geheißen, dass das passt dann schon. Also ich meine, wenn da dann von 100 Romanen einer mal so ein bisschen Ausreißer ist, auch ein bisschen schlechter ist, dann macht das die quantitativen Verfahren beziehungsweise die Ergebnisse auch nicht gleich komplett kaputt. Und ja, wie gesagt, also werkspezifisches Training, semantische Auszeichnung, das spielt also bei diesen Mengen, wir reden da dann über ja, auf jeden Fall vierstellig, es soll auch bald mal fünfstellig werden, da ist also dann nicht mehr dran zu denken. Von daher vollautomatisch Dummy-Segmentierung, das habe ich vorhin gleich gar nicht vorgestellt, da geht es einfach darum, dass es letztendlich keine Regionsegmentierung gibt. Also die ganze Seite wird als eine Textregion angenommen, das ist mehr so ein Trick, dass der Workflow sauber durchläuft und den Rest macht dann die Zeilensegmentierung. Und es gibt eben ein, das haben wir gerade auch schon benutzt, ein sehr starkes gemischtes Modell für dieses Material und es wurde dann eben einfach out of the box draufgeworfen. Ja, hier sind ein paar Beispiele. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, im Schnitt ist die Qualität besser. Es gibt aber auch welche, wo die Qualität dann nicht mehr so toll ist. Vor allem hat man zum Teil auch Schwankungen innerhalb eines Werks. Also diese beiden Seiten hier, die stammen aus demselben Roman. Das sieht man schon, gibt es ja auch gewisse Ausreicher. Also ganz trivial ist es aus dieser Sicht dann eben auch nicht. Wir haben das Ganze dann mit 10 Romanen gemacht und das einfach mal mit Abby abgeglichen. Das ist also der kommerzielle State of the Art, kann man, denke ich, sagen. Und hier sind eben die Ergebnisse immer aufgelistet, sind eben wieder die Zeichenfehlerraten. Und da war es also so, dass man da mit unserem Workflow quasi eine deutliche Fehlerreduktion von über 80% im Schnitt erreichen konnte. Wir sehen hier in den Ergebnissen, sowohl bei OCR for All als auch bei Abby, da gibt es extreme Schwankungen, aber wir haben es gerade schon gesehen, es liegt einfach an den Vorlagen. Mir ist es jetzt wichtig, diese Ergebnisse noch einzuordnen. Also ich werde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, man braucht ja offensichtlich kein Abby mehr, weil es einfach Blödsinn ist, das sozusagen, denn man muss beachten, dass das Layout war wirklich relativ einfach, wo Abby auf jeden Fall noch Vorteile hat gegenüber den Open-Source-Lösungen, ist die Layout-Analyse. Wenn es jetzt zum Beispiel um Zeitungslayout oder Ähnliches gibt, hat es einfach klare Vorteile. Das fällt allerdings hier nicht ins Gewicht. Zum anderen ist es so, dass der Hauptfokus von Abby natürlich nicht auf Frakturdrucken des 19. Jahrhunderts liegt, sondern da, wo man Geld machen kann. Also das sind dann eben zeitgenössische Drucke. Allerdings ist es eben so, es gibt diesen Erkennungsmodus, sage ich mal, der für dieses Material gedacht ist. Es gibt ein Wörterbuch und ein Sprachmodell, Old German, was ebenfalls hier ganz gut hinpasst. Und ja, wie gesagt, es gibt diesen Modus, es ist verfügbar, es soll dafür eingesetzt werden, es wird auch weitreichend eingesetzt. Von daher ist es, denke ich, schon ein sinnvoller Vergleich. Genau, letzte Evaluation. Handschriften, da haben wir uns jetzt in letzter Zeit, also in den letzten Monaten, sage ich mal, sehr viel damit befasst. Die finalen Ergebnisse sind leider noch nicht da, deswegen kann ich Ihnen jetzt nur so ein paar Teaser-Ergebnisse quasi zeigen. Aber wie gesagt, wir sind gerade groß drüber. Ich habe gleich auch noch eine Folie dazu. Vielleicht erstmal so grob zur Einordnung, wie verhält sich eigentlich OCR zur HTR, also Handwritten Text Recognition. Da gehen die Meinungen etwas auseinander. Es gibt oftmals die Meinung, dass es etwas völlig anderes ist. Da stimme ich überhaupt nicht zu, muss ich sagen. Natürlich hat Handschriftenerkennung im Schnitt so ein paar mehr Herausforderungen. Also letztendlich ist OCR oder Texterkennung, sagen wir mal, ein Pattern Recognition Task, also eine die Mustererkennung. Es geht ja letztendlich um eine Mustererkennung und da ist es natürlich hilfreich, wenn das Material sehr, sehr regelmäßig ist und das ist bei Handschrift meistens weniger der Fall als bei Drucken. Zum anderen ist es so, dass Handschriften natürlich deutlich älter sein können. Also Drucken kann man ja erst seit der Mitte des 15. Jahrhunderts, schreiben kann man schon viel, viel länger. Das heißt jetzt nicht, dass Handschriften grundsätzlich so aussehen wie hier drüben, aber sie sind im Schnitt schlechter erhalten, würde ich jetzt mal vorsichtig so formulieren. Also im Schnitt kann man, denke ich, sagen, HTR ist schon anspruchsvoller, kann deutlich anspruchsvoller sein. Also rein methodisch oder konzeptionell ist es halbwegs ähnlich, beziehungsweise es gibt eigentlich auch viele Schritte oder Herangehensweisen, die quasi identisch sind.
Der Anwendungsfall, den wir hatten, das ist eine Kooperation mit dem Lehrstuhl für ältere deutsche Literatur an der Uni Würzburg, speziell mit dem Stefan Tomasek, innerhalb seines Editionsprojekts. Da waren jetzt auch ganz viele Mitarbeiter und fleißige Transkriptions-Hiwis beteiligt. Hier mal ein kleines Dankeschön in die Runde. Und das Material, um das es da geht, sind eben Handschriften aus dem, ja, aus dem Mittelalter. Und es kommen zwei Schriftarten, sage ich mal, spielen da eine Rolle, gotische Buchschrift und Bastardenschriften. Wir sehen gleich auch noch Beispiele. Und zum Teil wurden eben Trainingsdaten oder eben Ground Truth aus Transcribus exportiert, womit vorher dort gearbeitet wurde und teils dann eben auch mit OCR for All selbst erstellt und dann bearbeitet. Genau, hier mal so ein paar repräsentative Beispiele. Das wären also jetzt Werke oder Handschriften, eine gotische Buchhandschrift genutzt haben. Das ist also, denke ich mal, noch so die sauberere Schrift. Das ist das, was ich eigentlich immer lieber sehe. Bastarden gehen dann oft mehr so ein bisschen in Richtung ja, Schmierereien, sage ich mal. Ja, also da geht es zum Teil schon sehr krakelig zu. Was wir jetzt gemacht haben, wie gesagt, in diesen ersten Teaser-Ergebnissen haben wir jeweils eine Handschrift ausgewählt für unsere Evaluation und wir hatten eben noch so ein paar Probleme. Zum einen hatten wir kein wirklich starkes gemischtes Modell, eigentlich ganz im Gegenteil. Das gemischte Modell bestand aus genau 6 Werken bzw. Handschriften und es waren alles gotische Buchhandschriften und zum Teil waren die auch noch mit leicht abweichenden Transkriptionsrichtlinien transkribiert, also so ist nicht das ideale Ausgangsmodell, aber man muss ja irgendwo mal anfangen. Und genau, wir haben dann 2 Handschriften ausgewählt, das eine eben, also eine gotische Buchschrift und eine Bastarde. Und der Wernherr wurde dann eben mit dem iterativen Trainingsansatz bearbeitet, den ich vorhin schon mal kurz angeschnitten hatte. Hier jetzt die Erklärung dazu. Das Ganze funktioniert also letztendlich so, dass man, wenn man zu einer bestimmten Genauigkeit kommen will und man denkt, dass man dafür zum Beispiel, weiß ich nicht, 30 Seiten Ground Truth braucht oder so, dann setzt man sich nicht hin und transkribiert 30 Seiten runter, weil es nicht sonderlich effizient ist, sondern man nimmt sein gemischtes Modell, man erkennt damit eine gewisse Menge Seiten, tendenziell eher, Lina, ich bin beschäftigt, ja, die Freuden des Homeoffice, ja, bin ich so ein bisschen raus. Genau, man macht erstmal ein paar wenige Seiten, man lässt die mit dem gemischten Modell erkennen. Je nachdem, wie gut dann das gemischte Modell ist, kriegt man ein mehr oder weniger gutes Ergebnis und man korrigiert das dann. Und wie gesagt, man wird dann noch einige Fehler haben, das heißt, die Korrektur ist halbwegs langsam. Dann nehme ich diese ersten paar Seiten, die ich korrigiert habe, das ist mein Trainingsmaterial. Ich trainiere ein erstes werkspezifisches Modell und wende das wieder auf ein paar weitere Seiten an. Da wird dann hoffentlich meine Fehlerrate schon deutlich geringer. Das heißt, ich kann deutlich schneller korrigieren und deutlich schneller weitere Trainingsdaten produzieren. Und das mache ich wieder und wieder und wieder, bis ich dann ja, entweder eine Genauigkeit erreicht habe, mit der ich zufrieden bin, oder bis mir halt das Material ausgeht, bis ich alles durchtranskribiert habe. Genau, das haben wir bei dem einen gemacht, bei dem anderen, bei dem belgischen Gast, also bei der Bastarde, war es so, dass es eine Edition gab, ich glaube aus Heidelberg. Da haben wir die Transkriptionen mehr oder weniger stibitzt, sage ich mal, haben die reinkopiert bis zu einem gewissen Teil und dann anschließend mit OCR for All wieder mit diesem iterativen Trainingsansatz weiter bearbeitet. Genau, hier erst nochmal das Material, der wären hier links eben die gotische Buchschrift und der Wernherr, der welche Gast, die Bastarde hier drüben. Ich glaube, man sieht schon so ein bisschen das. Also wir haben uns nicht die aller einfachsten ausgesucht. Das sind also schon ein paar Hässlichkeiten drin und es ist jetzt auch nicht die sauberste Schrift, die ich je gesehen habe. Hier dann die Ergebnisse, oben eben der Wernherr, unten der welsche Gast und jeweils die Iterationen. Es ist jetzt so, die Iteration ist Iteration 0, ist letztendlich kein werkspezifisches Training, sondern einfach das Ergebnis des gemischten Modells, sieht man hier oben. Und dann geht man eben die Iterationen durch und hat immer eine gewisse Menge an Ground Truth an Seiten und die wird dann jedes Mal einfach verdoppelt. Und hier hinten die Fehlerrate wird immer auf denselben 2 Seiten gemessen, einfach um eine Vergleichbarkeit zu haben. So, was man jetzt sieht, ist, dass das gemischte Modell, ich hatte schon erwähnt, dass das noch nicht so überragend stark ist, wie wir das gerne hätten. Hier oben
ja, klappt es noch halbwegs, sagen wir mal, hier unten fast wie zu erwarten, klappt es einfach überhaupt nicht. Das liegt daran, ich habe es vorhin gesagt, das gemischte Modell besteht ausschließlich aus dieser gotischen Buchschrift und hat noch nie eine Bastarde gesehen. Also von daher natürlich funktioniert das hier unten nicht so triumphal. Was man aber dann sieht, ist, dass es sich wirklich sehr, sehr schnell erheblich steigern lässt, trotz des anspruchsvollen Materials. Also hier mit 190 Zeilen Ground Truth oder hier mit 72, also 72 Zeilen sind wirklich quasi nichts, kommt man schon in einen deutlich besseren Bereich. Und es steigert sich dann nach und nach doch noch ganz erheblich, bis man dann bei beiden auch bei Fehlerraten ankommt, mit denen man durchaus arbeiten kann. Und wenn man sich jetzt den Verlauf der Verbesserung anschaut, kann man auch sagen, dass es noch weitergehen würde. Also diese Sättigung ist noch nicht erreicht. Also letztendlich funktioniert es mit dem Training so, dass man, wenn man sich das plotten würde, also nach rechts quasi die Zeilen, die man fürs Training einsetzt und die resultierende Genauigkeit nach oben, dann kriegt man so eine abflachende Kurve. Und irgendwann erreicht die eben so den Punkt der Sättigung, wo man dann einfach merkt, man muss unglaublich viele Zeilen an Ground Truth nachpumpen und kriegt dann trotzdem nur eine sehr, sehr geringe Verbesserung zurück. Da sind wir hier aber noch nicht. Also da sind wir, würde ich sogar sagen, noch weit davon entfernt. Von daher, da ist also noch Luft nach oben. Und zum anderen haben wir hier auch tatsächlich die technischen Möglichkeiten noch nicht ausgereizt. Also da geht es nur um sowas wie Netzwerkstrukturen oder Ähnliches. Also man kann sich ein gewisses Maß an Genauigkeit auch durch Rechenleistung erkaufen. Das haben wir ja nicht gemacht. Wir haben einfach ganz Bockstandard alles so draufgeworfen, wie wir es bei Drucken quasi auch haben. Und da waren wir als erste Ergebnisse ziemlich zufrieden damit. Allerdings wissen wir eben auch, dass noch deutlich mehr geht. Und da investieren wir im Moment eben auch viel rein. Da gibt es jetzt im Moment, also es laufen wirklich gerade in diesem Moment die Trainings, die werden auch noch ein paar Tage laufen. Und dann wird es da sehr umfassende Experimente geben. Und ja, das Hauptdesiderat, ich glaube, man hat es jetzt auf den letzten Folien schon gemerkt, ich habe immer wieder über unser gemischtes Modell gelästert, ist, dass wir da einfach stärkere und vor allem breiter aufgestellte gemischte Modelle bekommen. Dafür wurde jetzt auch erstmal fleißig transkribiert. Insgesamt haben wir also jetzt 36 Werke, wobei das nicht heißt, oder nicht ansatzweise immer gleich ganze Werke, sondern letztendlich vielleicht auch nur so 100, 200 Zeilen. Einfach, dass das Modell ganz viele verschiedene Schriften und Schrifttypen einfach mal gesehen hat. Insgesamt wurden da also 13.000 Zeilen circa transkribiert und damit werden jetzt eben gewischte Modelle trainiert. Und da haben wir auch uns jetzt quasi zwei, ich nenne es jetzt hier mal Schriftcluster, definiert. Also wir haben da nicht ein gemischtes Modell, das alles erkennen soll. Also werden wir auch haben. Wird dann eben auch ein Experiment sein, wie sich das verhält, sondern wir haben dann auch gemischte Modelle, die etwas spezialisierter sind. Also eben eins für gotische Buchschriften und eins für Bastardenschriften. Und die werden dann wiederum eben auch als Ausgangspunkt für das werkspezifische Training verwendet, wo wir schon gesehen haben, dass das extrem viel bringen kann, verglichen zu, wenn man einfach von null quasi das Training beginnt. Dann, ich hatte es schon angesprochen, tiefere Netze und so weiter. Das sind so technische Spielereien, nenne ich es mal. Da sind auch noch mal erhebliche Verbesserungen drin. Das wird dann alles nach und nach evaluiert werden und da wird also auch ein Paper draus entstehen, hoffe ich jetzt mal. Bin ich aber auch optimistisch. Genau, das waren jetzt die drei Evaluationen und die so ein bisschen Überblick geben sollten, auch über verschiedene Anwendungsfälle. Jetzt noch kurz ja, Zusammenfassung und wie es weitergehen soll. Genau, also was ich hoffe, dass man jetzt so ein bisschen mitnehmen konnte, ist eben, dass das OCR for All recht oder sehr vielseitig einsetzbar ist. Wir haben es bei den Drucken gesehen, Frakturdrucke 19. Jahrhundert oder Inkunabeln. Das lässt sich gut bearbeiten. Bei der Handschriftenerkennung ist es so, ich konnte jetzt, wie gesagt, nur diesen Teaser zeigen, aber also es wird auch schon vielseitig eingesetzt. Wir sind auch in Austausch mit anderen Projekten. Wir sehen es jetzt in unseren Vorevaluationen, dass einfach noch viel, viel mehr möglich ist als das, was ich eben gezeigt habe. Also da gibt es große Fortschritte. Und was zur Vielseitigkeit, glaube ich, auch gehört, ist so das Einsatzszenario. Das habe ich vorhin nur kurz angeschnitten. Also letztendlich ursprünglich haben wir es für den lokalen Einsatz beim Einzelnutzer entwickelt, also dass man sich diesen Docker-Container bei sich am Rechner installiert und da alleine arbeitet. Das ging aber dann schnell auch in eine Richtung, wo man es eigentlich, so wie es ich vorhin auch gezeigt habe, dass eine zentrale Serverinstanz irgendwo läuft und einfach Leute von überall zugreifen und
auch zusammen dran arbeiten. Da das ist also auch eine Richtung, wo wir jetzt stetig weiter dran arbeiten. Genau, für die Verarbeitung, ich habe schon gesagt, es gibt da ganz unterschiedliche Anwendungsszenarien. Und ja, die Frage ist natürlich immer, welche Ergebnisse lassen sich erreichen und wie groß ist der dafür, also welchen Aufwand muss ich dafür betreiben? Und das, hoffe ich, wurde auch klar, das kommt darauf an. Also zum einen vom Material, womit arbeite ich, und würde ich sagen, fast noch mehr von den Nutzeranforderungen. Das ist natürlich, wenn ich sage, ja, ich kriege irgendeinen Text raus und das wird dann schon passen, muss ich weniger Aufwand betreiben, als wenn ich so diese Editionsanforderungen habe, wo ich sage, es muss alles perfekt sein und das Layout muss auch schon, also die semantische Auszeichnung muss schon auf Layout-Ebene erfolgen und so weiter. Also da, wie gesagt, die einzig richtige Antwort ist, denke ich, es kommt darauf an. So, das musste ich irgendwo unterbringen. Ich war mir nur nicht ganz sicher, wo. Deswegen versuche ich es mal hier, weil die Frage normalerweise im Nachgang immer kommt, auch berechtigterweise, wie so das Verhältnis zu OCRD, was wahrscheinlich vielen ein Begriff ist. Ich glaube, ich habe vorhin auch den Matthias gesehen, den Matthias Böning, der da tief mit drinsteckt. Grüße ich an dieser Stelle kurz. Manche wissen es aber vielleicht auch nicht. Was ist OCRD? Ist letztendlich eine Förderinitiative, die jetzt in die dritte Phase geht oder die dritte Phase läuft jetzt schon. Und da geht es um die koordinierte Weiterentwicklung von Verfahren der OCR. Ziel ist also, dass die VD-Materialien erschlossen werden. Da geht es also hauptsächlich um vollautomatische Massen-OCR, aber der Ansatz ist ansonsten doch relativ ähnlich zu dem, was wir auch machen. Also dort hat man eben auch gesehen, es gibt viele Lösungen, die für einzelne Schritte gut sind. Die müssen jetzt nur alle irgendwie zusammengebracht werden. Und da ging es also dann auch darum, einheitliche Schnittstellen, eine einheitliche Installation, die Aufrufe vereinheitlicht, Parameterübergabe und so weiter. Und es ist natürlich für uns auch sehr interessant. Und man hat also schnell gesehen, dass es da dass es überhaupt keinen Sinn macht, irgendwie gegeneinander zu arbeiten oder Ähnliches, sondern dass es da große Synergieeffekte gibt. Deswegen gab es dann auch im letzten Sommer eine Kooperationsvereinbarung und das Ganze wurde jetzt dann Gott sei Dank auch noch auf ein neues Level quasi gehoben, weil wir nämlich in der dritten Phase dieser OCRD-Ausschreibung dann auch einen Antrag genehmigt bekommen haben. Das ist das OCR for All Libraries-Projekt zusammen mit dem Georg-Eckert-Institut in Braunschweig und der Human-Computer-Interaction hier in Würzburg. Und da geht es eben darum, dann diese Lösungen quasi noch mehr zu verheiraten. Also letztendlich möchten wir eben diese OCRD-Lösungen aus OCR for All raus steuerbar machen, was dann eben für uns den, ja, oder auch für die Nutzer dann eben den sehr netten Effekt hätte, dass man dann nicht so vereinzelt, also im Moment fügen wir eben vereinzelte Tools ein, wie zum Beispiel Ogrupus, Calamari, Kraken und so weiter. Und wenn man quasi das ganze OCRD-Repertoire auf einmal einspeisen könnte, dann hätte man auf einen Schlag, ich glaube, sie sind mittlerweile bei mehr als 50 Lösungen oder Prozessoren als bei OCRD, was natürlich ganz neue Möglichkeiten schafft. Genau, es gibt dann noch so ein paar kleinere Nebentasks, sage ich mal. Larex soll deutlich weiter ausgebaut werden, dass man zum Beispiel auch mehrere Ergebnisse verschiedener Workflows vergleichen kann, was dann natürlich immer wichtiger wird, wenn man mehr Werkzeuge zur Verfügung hat. Und auch die Usability soll deutlich erhöht werden, weil wir eben jetzt eben auch die Human-Computer-Interaction mit drin haben. So, jetzt noch so ja, ganz allgemein, welche Entwicklungen gibt es und was planen wir weiterhin? Vielleicht so ein bisschen zeitlich gestapfelt, also sehr zeitnah wird es jetzt so ein, zwei neue Releases geben, die dann doch noch einige Verbesserungen, vor allem auch hinsichtlich Stabilität und Flexibilität bringen sollen. Da wird also, ich sage jetzt mal, nächste Woche wird das erste kommen. Da ist dann zum Beispiel auch Kraken mit veröffentlicht. Calamari ist eine neue Version drin, ein paar Bugs sind behoben. Und ein größeres Upgrade wird dann hoffentlich noch vor Weihnachten kommen. Es könnte aber knapp werden. Da wurde letztendlich das gesamte Backend umgebaut und deutlich verbessert, gerade auch im Hinblick eben auf dieses OCR for All Libraries Projekt, dass eben dann noch einfacher verschiedene Lösungen eingestöpselt und kombiniert werden können. Mittelfristig dann geht es eben hauptsächlich eben um Flexibilität und auch um ja,
Vorhin haben wir es ja schon gesehen, Erhöhung des Automatisierungsgrades. Das geht natürlich mit diesen Entwicklungen in OCR for All Libraries und eben mit diesem stärkeren Fokus auf OCRD-Lösungen letztendlich einher. Dann gibt es noch so drei Punkte, die ich hier extra noch aufgezählt habe: die Segmentierung, Wörterbücher und konfidenzbasierte Nachkorrektur. Da habe ich gleich jeweils noch eine Folie oder hauptsächlich ein Bildchen dazu, kommt also nochmal extra. Und größere Sache ist noch, es ist ein weiterer DFG-Antrag in Vorbereitung, wo es eben dann vor allem um das eben erwähnte kollaborative Arbeiten geht, eben so Sachen wie ja, Projektnutzer- und Taskverwaltung, Ressourcen, Versionierung, diese Geschichten eben. Und ja, da wird auch nochmal ein noch größerer Fokus auf der Usability liegen. Ja, ansonsten eben noch, es gibt viele Projektkooperationen oder Anträge dazu. Das Camerarius Digital Projekt, das schon genehmigt ist, habe ich schon erwähnt. Und da wird also jetzt hoffentlich, sage ich mal, in den nächsten Monaten auch noch ein bisschen was folgen. Genau, die drei Dinge, die ich jetzt noch ansprechen wollte, die aus meinen Augen noch wichtig sind oder wichtig werden, ist einmal die automatische Segmentierung. Da bin ich, wie gesagt, noch nicht so hundertprozentig zufrieden mit den Lösungen, die es im Moment gibt. Da gibt es aber jetzt sehr, sehr, in meinen Augen sehr vielversprechende Lösungen, die eben trainierbar sind. Also die benutzen keine festen Regeln oder Heuristiken, sondern die werden, oder die Idee ist, dass sie mit mehr Material wie OCR-Modelle eben auch einfach besser werden, also mit mehr Trainingsmaterial. Und da gibt es eben zum einen Kraken, was wir jetzt eingebunden haben, zum anderen eben auch eine Entwicklung hier in Würzburg, wo eben der Norbert Fischer auch hauptsächlich dran arbeitet, bei dem ich mich jetzt hier auch kurz bedanken möchte. Der hat nämlich beim Welschen Gastforing eben schon, sehen wir hier rechts auch, die Segmentierung geliefert. Und da sieht man schon, das ist ja, das ist ein Screenshot, aber kann ich sagen, das halte ich für sehr, sehr aussichtsreich. Und letztendlich, das ist das Schöne an unserem Ansatz, denke ich, ist, uns kann es jetzt relativ egal sein, welcher Ansatz davon besser ist, wobei besser ja auch immer im Auge des Betrachters liegt und am Material liegt und so weiter. Wir möchten einfach beides anbieten. Wenn es noch mehr gibt, möchten wir auch noch mehr anbieten. Und dann kann das jeder mal mit seinem eigenen Material ausprobieren und nimmt dann eben das, was ihm oder ihr am besten passt. Genau, jetzt nur noch so zwei, drei Teaser-Screenshots quasi. Wörterbücher sind natürlich auch immer eine Frage. Ja, hier mal der Stand aus dem Camerarius Digital Projekt. Zum einen sieht man hier so eine weitere Korrekturansicht, wo man dann also wirklich sehr, sehr schnell durchkommen kann. Und hier sieht man, sind also die Wörter, die jetzt nicht im Wörterbuch auftauchen, sind also markiert. Ich kann dann hier auch direkt korrigieren. Ich kann sagen, ein Wort soll mit ins Wörterbuch aufgenommen werden. Ich kann Wörter aus dem Wörterbuch wieder rausschmeißen und so weiter. Das ist jetzt alles noch in Entwicklung, aber macht zumindest auf mich bereits einen sehr, sehr guten Eindruck und wird sicher in vielen Bereichen auch gut weiterhelfen. Was jetzt auch noch neu ist, ist, dass wir die sogenannte intrinsische Konfidenz der OCR-Engines nutzen. Da ist der Hintergrund letztendlich, OCR-Engines sagen nicht, das ist ein E oder das ist ein C. Also letztendlich ist das, was beim Nutzer ankommt. Aber eigentlich sagen sie erstmal, ich bin mir zu 90% sicher, dass das ein E ist. Es könnte aber auch zu 10% ein C sein, so in dieser Richtung. Das sind keine echten Wahrscheinlichkeiten, aber sie korrelieren damit. Also es ist so, wenn die Konfidenz sehr hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Zeichen korrekt ist, auch ziemlich hoch. Und die haben wir uns jetzt mal visualisieren lassen in LAREX. Man kann also eine Grenze quasi einstellen, dann werden diese unsicheren Zeichen markiert. Auch das wird im Moment evaluiert, was man dadurch übersieht oder wie schnell man da danach korrigieren kann. Man kann dann auch zum Beispiel sehr starke Alternativen zum erkannten Zeichen, kann man direkt auswählen, wenn man das dann möchte. Und das ist auch wieder so, das ist alles Work in Progress. Da wird im Moment damit herumexperimentiert, aber auch das sieht sehr, sehr vielversprechend aus. So, ich sehe gerade, ich nähere mich der Stundenmarke, ich bin aber quasi fertig. Also das ist die letzte oder vorletzte Folie. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt so ein bisschen einen Überblick geben, warum wir das machen, wie es funktioniert, was man damit machen kann und wie es weitergehen soll. Und konnte auch so ein bisschen ja, Interesse wecken. Gerne einfach selber mal ausprobieren. Wie gesagt, und immer mal so ein bisschen gucken, was in den nächsten Wochen passiert, weil da werden jetzt doch deutliche Verbesserungen noch kommen. Und wenn Sie irgendwo hängen, gerade wenn es jetzt um die Installation oder Ähnliches geht,
Bitte nicht in diesen Modus verfallen. Das hat man schon öfters, dieses, oh je, das ist ja, das soll ja eigentlich für alle installierbar sein und ich kriege es nicht hin. Wie doof bin ich denn? Das ist nicht so. Also da ist sicher auch noch bei der Installation, es kann immer Probleme geben, es kann unsere Anleitung nicht ideal sein und so weiter. Bitte einfach nachfragen. Also es gibt hier diese Funktionsadresse, da werden tatsächlich Leute dafür bezahlt, dass sie weiterhelfen mit genau solchen Problemen. Also da bitte keine Scheu haben. Und ja, letztendlich, genau, bei allen Dingen, die OCR for All oder bei allen Fragen, die OCR for All betreffen, einfach bei uns melden. Gerne auch immer Feedback geben, gerne auch sehr direkt, aber das ist immer so der Aufruf zum Schluss quasi. Bitte nicht vergessen, dass wir mussten uns bisher so ein bisschen durchwursteln, sage ich mal, mit so verschiedenen Teilförderungen. Jetzt haben wir unsere erste echte Förderungen, also da ist auch schon viel Freizeit, viel Eigenleistung reingeflossen. Das Ganze ist umsonst, das Ganze ist Open Source und wir wissen, dass es auch noch Work in Progress ist. Also ja, kein gutes Ende, aber ich springe trotzdem einfach mal weiter und ja, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und beende jetzt einfach mal das Screensharing erstmal.